Langsam werden die Temperaturen wieder so ein bisschen angenehmer. Wir nähern uns dem Nullpunkt an. Wir sind jetzt bei minus 1. Und das ist die Sloop von unseren Nachbarn, den Dingleberries. Die sind hier auch unterwegs. Hoi, ihr Landratten, und willkommen zurück zu Atlas. Süßes kleines Häschen hier. Wir haben im Moment keinen Hunger, sein Glück. Und heute werden wir mal anfangen, das erste Schiff zu bauen. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Da drüben wird auch schon fleißig gebaut. Die bauen sich gerade einen Schoner, glaube ich. Und genau das wollen wir auch machen. Da sehen wir dann, wie das aussieht, wenn wir schon so ein Stück weiter sind. Also, das ist ganz praktisch. Die sind immer so ein bisschen weiter als wir scheinbar. Und genau, wir können jetzt zwei Schiffe bauen. Das ist einmal diese kleine. Ach, das ist der Schoner, ne? Ich rede eigentlich von der Sloop. Die wollen wir bauen. Die da drüben bauen den Schoner. Moment. Das hat sich irgendwie verdreht. Ich dachte. Okay. Wir bauen auf jeden Fall den Schoner, genau wie die anderen auch. Und die Sloop ist das kleinste Schiff. Das heißt, wir brauchen jetzt 48 Metall. So sieht es aus. Und das ist eigentlich der größte Engpass hier auf der Insel. Das mit dem Metall ist eine Schwierigkeit. Wir wissen noch nicht genau, wo es hier Vorkommen gibt. Conti und Thomas sind aufgebrochen und suchen auf einer anderen Insel nach Metall. Die gucken mal, wo sie da gescheite Mengen herkriegen. Was auch ein Problem bei uns ist, ist Fiber. Da gibt es ja nur diese weißen Büsche. Und die sind auch relativ selten. Das sind so die Ressourcenengpässe, die wir im Moment haben. Dafür sieht es essentechnisch eigentlich ziemlich gut aus. Wir sind alle immer schön satt. Ari hüpft hier auch durch die Gegend. Und ich denke, wir haben jetzt schon die Ressourcen zusammen für das. Also für die, wie sagt man denn? Für den Rumpf? Für die ersten Teile des Schiffes? Wir müssen da mal gucken, wie es da weitergeht. Ich habe keine Ahnung, wie man so ein Schiff baut. Wir haben hier jetzt den Loom stehen, also den Webstuhl. Und hier können wir uns zum Beispiel die Segel craften. Also wir müssen uns die meisten Teile einzeln zusammenbauen und können die dann irgendwie nutzen, um da draußen ein Schiff zu bauen. Die Segel müssen auch einzeln gecraftet werden. Da gibt es auch unterschiedliche Segel. Bei Skills kann man die Medium Sails lernen. Medium Handling Sail. Dann gibt es diese Small Weight Sails. Und es gibt so Speed Sails. Da müssen wir mal gucken, ob man die auf alle Schiffe montieren kann und wie sich da die Statistiken der Schiffe ändern. Das ist alles super interessant. Jetzt holen wir aber erstmal die Ressourcen und fangen unseren Schoner an, hätte ich gesagt. Gucken wir mal, wie weit wir da ressourcentechnisch kommen. Wir brauchen jetzt erstmal Metall. Das wird erstmal wieder schwierig zu finden. Das ist Flint. Das sieht alles so ein bisschen gleich aus. Oben rechts haben die so ein Symbol, die Sachen. Und das zeigt immer an, was das eigentlich ist, was wir da gerade sehen. So, das ist Stone. Wir nehmen jetzt erstmal Holz mit. Können wir das tragen? Nein. Fast. Das kann man tragen. So halbwegs. Okay, dann müssen wir noch das Metall finden. Also ich glaube, wir haben schon genug Metall gesammelt. Wir müssen auch mal die Insel so ein bisschen erkunden, ob wir da vielleicht irgendwo doch so ein Metallvorkommen auftreiben können. Die sind halt meistens abgefarmt, deswegen sind die am Anfang immer besonders schwer zu finden. Schmeißen wir mal das Holz da rein. So. Und davon brauchen wir 440. Das haben wir jetzt fast. Dann brauchen wir noch ganz viel Thatch, Metall und Fiber. Die sind zum Glück nicht offen für andere Tribes, das heißt, also andere Companies, die kommen da nicht ran an unsere Schiffsressourcen. Das ist ganz gut. Die Smithies und so, da muss man tierisch aufpassen. Die muss man eigentlich irgendwo in ein Haus reinbauen, damit da nichts passiert. So, haben wir irgendwo Thatch? Thatch ist das Zeug. Nehmen wir mal 500 mit. Und die Hälfte davon. Ach ja, Metall brauchen wir noch. Wo ist denn das ganze Metall? Das ist Kohle. Wir wollen Metall. Das sieht alles aus wie Flint. Das ist auch Flint. Das ist Metall, aber zu wenig. Und das ist auch Metall. Wir brauchen ungefähr so viel. Ich glaube, 48 brauchen wir, ne? Cookie. Tipp. Und Bäm. Jetzt können wir die Sloop schon bauen. Die wollen wir aber nicht. Wir wollen den Schoner. Ari ist gestorben. Holz und Fiber. Was ist mit Ari passiert? Oh oh. Ist da irgendwo ein Wolf? Also irgendwo in der Nähe ist ein Alpha-Wolf. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich glaube, der ist irgendwo da vorne um die Ecke. Oh oh. Wir haben Verluste. Okay, Ari ist wieder da. Ari isst immer nicht so viel. Vielleicht liegt es da dran. Schwer zu sagen.
Okay, nehmen wir ein bisschen Holz mit und was war das andere, was wir noch gebraucht haben? Ich glaube noch mehr Fiber, oder? Hatch. Wir haben zum Glück noch ziemlich viel Fiber mitgebracht von anderen Inseln. Das ist hier, wie gesagt, so ein bisschen schwerer zu bekommen. Oh, jetzt wird es wieder kalt. Nacht. Die Nacht kommt. Holz. Wir brauchen noch mehr Fiber. Wow. Unmengen an Fiber. Ich bin mega gespannt, wie groß das Schiff wird. Das ist dann schon die zweite Stufe, wie gesagt. Also, nehmen wir mal die ganzen 60 mit. Also, das wird schon ganz schöner Brocken sein, denke ich. Mal gucken. Und bam! Ja, ich denke, wir legen jetzt los. Harry, bist du bereit? Ich denke, wir bauen jetzt den Rumpf des Schiffes. Schoner. Das ist auch ein Zweimaster, aber die Segel sind schon deutlich größer. Das sind schon zwei geteilte Segel. Ich crafte die jetzt einfach. Bam! Oh, da ist es schon. Nice. Okay. Das sieht doch schon mal ganz schick aus. Das Grundgerüst steht jetzt. Wir können auch schon hochklettern. Und jetzt müssen wir, glaube ich, die ganzen Einzelteile craften. Das heißt, wir brauchen den Rumpf, die Rumpfbauteile, wir brauchen das Deck, wir brauchen die Masten und die Segel. Also das wird schon ein ziemlicher Act eigentlich. Mal gucken, wo wir das alles craften. Ich denke in der Smithy. Schauen wir da mal rein, was wir da so an Teilen ja, craften können. Strukturen. Ship Construction. Wir können das Steuerrad bauen. Medium brauchen wir wahrscheinlich. Deck, Plank. Okay. Ich glaube, wir brauchen Planken, ne? Wir müssen jetzt erstmal rausfinden, was wir eigentlich brauchen. Planken brauchen wir definitiv. Und ohne Planken gibt es kein Schiff. Ist hier irgendwo was? Ach so, uns ist nur wieder kalt. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal wieder rein, weil es wieder saukalt ist gerade. Und dann müssen wir morgen wieder weitermachen. Steht hier irgendwo, was wir brauchen? Please? Also müssen das alles hier mit reinpacken und dann können wir da wohl weiter dran bauen. Sollen wir mal gucken, wie genau das funktioniert. Oh, ich bin so gespannt. Bin mega gespannt auf die Schiffstaufe. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Das ist schon ziemlich komplex, hier so ein Schiff zu bauen. Okay. Wir brauchen jetzt natürlich Metall. Wie viel Metall haben wir denn jetzt noch? Nehmen wir mal die ganzen Ressourcen wieder da raus. Die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Wir brauchen hier nur noch Planken und sowas. Das heißt, wir nehmen das wieder mit. Und dann wird das Metall wahrscheinlich schon so ein bisschen eng. Wir brauchen, ich glaube, 6 bis 8 Metall waren das, ne? Pro Planke. Metall. Okay, da hätten wir noch so ein bisschen was. Das könnte für eine Planke reichen. Nehmen wir mal wieder alle möglichen Ressourcen mit und probieren das dann aus. Langsam werden die Temperaturen wieder so ein bisschen angenehmer. Wir nähern uns dem Nullpunkt an. Wir sind jetzt bei minus 1. Und das ist die Sloop von unseren Nachbarn, den Dingleberries. Die sind hier auch unterwegs. Und die haben scheinbar ein Feuerchen an Bord. Das ist ja schon ziemlich gefährlich, ne? Hoffen wir mal, dass da nichts passiert. Die haben schon eine Sloop gebaut. Das ist die kleinere Version von dem, was wir da gerade bauen. Und wir haben jetzt, glaube ich, die Ressourcen zusammen. Oh, das ist Schildkröte. Und ein Pferd. Was macht ihr denn alle hier? Okay. Ja, wir haben die Ressourcen zusammen, um die Planken zu bauen. Guten Morgen, Musik. Das packen wir jetzt mal alles in die Smithy. Und dann machen wir das, oder? Packen wir mal den Cotton noch mit rein. Flint brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir brauchen das ganze Metall. Holz. Holz ist ziemlich schwer. Metall sowieso. Okay. Dann kommt das alles hier rein. Wood. Fiber. Thatch. Und dann haben wir, glaube ich, alles. Structures. Miscellaneous. Structures. Ship Construction. Medium und Planken. Bam. Wir brauchen mehr Fiber. Wo sind denn die ganzen Fibers? Die hatte ich doch extra eingepackt. Da fehlt uns noch was. Hier ist nichts. Hier haben wir die Fibers. Okay. Dann sollten wir jetzt alles haben. Nächster Versuch. Das ist ganz schön aufwendig. Das kostet schon ziemlich viel Ressourcen und wir können die gar nicht alle tragen. Bam. Okay.
Das sind jetzt Medium-Planken. Die nehmen wir alle mit. Die Ressourcen auch wieder, dass die uns niemand klaut. Und die können wir mal hier drin lassen. Die brauchen wir, glaube ich, gleich wieder. Der Schrank ist halt ein bisschen klein, ne? Die Kiste. Nehmen wir mal den Schrank. So. Und das Wood und den Thatch. Das Ding wiegt 16 und ist eine Planke. Common Medium Wood Plank. Okay. Eine von 100. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht 100 brauchen. Wir werden sehen. Mal schauen, wie man die da einsetzt. Wie geht das überhaupt? Kann man die hier in die Werft packen? Nee. Wir können gar nichts mehr mit der Werft machen, glaube ich, ne? Okay. Oh, oh, oh. Das Schiff wird, glaube ich, viel teurer, als wir gedacht hätten. Oh je. Das sind nur so kleine Abschnitte des Schiffes. Und auch nur auf einer Seite. Wow. Ich denke, wir fangen mal beim Bug an, oder? Was meint ihr? Machen wir mal hier drüben den Bug. Oh Gott. Allein für den Bug brauchen wir 4 Stück. Wow. Sieht aber cool aus. Das wird also definitiv ein Gemeinschaftsprojekt. Mal schauen, ob wir das heute noch schaffen. Da brauchen wir jede Menge Holz. Ich glaube, da brauchen wir auch bessere Werkzeuge. Möglicherweise brauchen wir da jetzt erstmal Metalltools, damit wir da überhaupt gescheit loslegen können. Das wird schwierig. Also wir brauchen viele tausend Holz, dass da was geht. Sieh, Boss. Was ist das denn? Sieh, Boss? Er heißt Sieh, Boss. Sieh, Bass. Ich glaube, das ist so ein Fisch. Ach, ich habe gar keinen Speer mehr. Ich kann die sowieso nicht killen. Ich habe den Speer nicht mehr gelernt. Den muss mal jemand anders herstellen. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, fragen wir Ari mal, ob sie Lust hat, Holz zu sammeln. Und dann machen wir hier weiter, ne? Vielleicht hat sie ja noch einen Speer für uns. Die ist da draußen beim Fischen unterwegs. Okidoki. Wir könnten mal so ein bisschen die Insel erforschen. Das wäre noch ziemlich interessant. Dafür brauchen wir auf jeden Fall vorher Speere. Ich glaube, da sind keine mehr da, ne? Gucken wir mal in unserer Chaoskiste. Da gibt es noch einen Bogen. Aber keine Speere mehr. Den Bogen habe ich noch gar nicht getestet. Den könnten wir eigentlich mal ausprobieren. Nehmen wir mal so ein paar Pfeile mit. Die kann ich, glaube ich, auch nicht herstellen. Das müssten wir erst lernen. Nehmen wir das mal mit und... Wie sieht's Feuer aus? Machen wir das nochmal an. Und braten das restliche Fleisch. Ein bisschen Holz. So. Dann können wir gleich noch unsere Klamotten so ein bisschen trocknen, bevor wir loslegen. Zu essen finden wir, glaube ich, unterwegs genug. Wir könnten mal so ein Stück Fleisch oder so essen. Mal 2 Stück Fleisch. Und... Ari wurde vom Manta gekillt. Ari gibt sich da... Ja, das ist Ari erstmal wurscht. Die lässt sich hin und wieder killen, weil man hier sowieso direkt wieder spawnen kann. Das ist manchmal praktischer, als sich dann wieder hochzuheilen, weil das unglaublich viel Food kostet. Was ist hier los? Oh. Der Manta... Der Manta greift die Werft an? What? Mit dem Bogen kann ich dem, glaube ich, nichts tun, oder? Ich denke mal, der wird gleich wieder aufhören. Okay. Ari? Kannst du Speere craften? Ich bräuchte ein paar Speere. Ich habe das nicht gelernt. Also das ist wirklich so ein Team-Gameplay. Wir müssen jetzt hier... Gucken, dass immer irgendwer die ganzen Skills hat. Die Speere sind bei Survival. Tools of the Trade. Das habe ich nicht gelernt. Das heißt, ich kann keine Speere herstellen. Du hast auch keine mehr. Oh je. Da müssen wir erstmal ohne Speer auskommen. Aber bevor wir hier starten und auf die Erkundung gehen, müssen wir auf jeden Fall einen Speer craften. Das geht gar nicht. Ich glaube, mit den Pfeilen kommen wir nicht weit. Wir probieren einfach mal aus, was die so leisten, die Pfeile. Das machen wir wieder aus. Das Fleisch packen wir direkt hier rüber, damit es nicht schlecht wird. So. Und dann probieren wir das mal an so einer Wildsau oder so einem Hasen aus. Nehmen wir mal einen Hasen, weil die Wildsäue brauchen möglicherweise mehr Pfeile, als wir haben. Wer weiß. Und? Ich glaube, das war nichts. Okay. Macht genauso viel Schaden wie...
Können wir die wieder einsammeln? Ja, man kann die wieder einsammeln, okay. Oh. Ich habe ihn getroffen, aber hatte keinen Hitmarker. Okay, erwischt. Und wir kriegen die Pfeile zurück, das ist doch cool. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das Problem ist halt wieder, wir können das selber nicht craften. Ich habe das nicht gelernt. Das heißt, wir müssen jetzt mit 13 Pfeilen auskommen. Das ist natürlich auch wenig. So, mal gucken. Vielleicht habe ich das ja doch schon gelernt. Da war jemand zu Besuch. Das war, glaube ich, nicht Ari. Gut. Ziemlich viel los hier. Muss mal gucken unter Skills und Survivalism. Was müssen wir denn da eigentlich lernen, um Pfeile herzustellen? Fishing Rod, Schaufel? Ich glaube, das ist schon ziemlich Hightech, ehrlich gesagt. Ja, also ich denke, wir müssen hier in Archery gehen. Dann sind wir hier in dem Archery-Tab und dann müssen wir die Bögen freischalten. So weit sind wir definitiv nicht. Das heißt, wir nehmen den Bogen jetzt einfach mal mit. Und schauen, wie weit wir mit dem Bogen kommen. Wenn wir irgendwas richtig Böses treffen, dann reichen die 13 Pfeile möglicherweise nicht. Aber ich denke, für so eine Wildsau oder so sollte das kein Problem sein. Gucken wir mal, was uns so erwartet hier. Nehmen wir den Bogen am besten gleich raus. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht irgendwo so ein Metallvorkommen auftreiben können. Ich denke, wir brauchen bessere Tools, um das gescheit ernten zu können. Wir kriegen natürlich mehr Ressourcen raus, wenn wir Metalltools verwenden, ist ja klar. Also das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Aber wir müssten überhaupt erstmal rausfinden, wo es hier auf der Insel Metall gibt und ob es hier Metall gibt. Weil ohne Metall können wir mit den Planken irgendwann nicht mehr weitermachen. Wow. Da unten ist richtig viel los. Aber hier gibt es, glaube ich, überall nur Stein. Oh, da fliegt sogar ein riesen Vogel rum. Gibt es hier Archies? Oh, eine Hase. Sieht aus wie... Ich glaube, das ist nur eine große Möwe. Okay, gucken wir mal so ein bisschen weiter, ob wir irgendwas Verdächtiges sehen. Oh, der sieht irgendwie verdächtig aus. Was ist das? Basalt. Granit. Ne, ich denke, das ist ein normaler Stein. Einfach nur mit ein bisschen Schnee drauf. Wir müssen einfach mal gucken. Die sehen definitiv anders aus. Aber ich weiß nicht genau, wie die aussehen. Okay, hier sind die Dingleberries unterwegs. Basalt. Oh, ein Alpha-Bär. Nichts wie weg. Ah, Iron. Ich glaube... Nee, das ist auch wieder ein ganz normales Vorkommen. Obwohl da ziemlich viel Eisen rauskommt. Also diese gelblichen Steine sind schon gut. Vielleicht ist das sogar ein Eisenvorkommen und ich baue das einfach mit dem schlechten Tool ab und deswegen kommt da so wenig raus. Also bevor wir wirklich aufbrechen, müssen wir uns auf jeden Fall noch Eisentools bauen. Da ist noch so ein Stein. Ich glaube nicht, dass das Metallvorkommen sind, aber da kommt auf jeden Fall Metall raus. Ich hebe den jetzt mal auf und komme dann mit Metalltools wieder, hätte ich gesagt. Die sind nicht super teuer. Also so eine Metallpick sollten wir uns leisten können. So ein Piratenleben ist schon was Schönes. Super coole Aussicht haben wir hier. Und eben bin ich gestorben, da hat mich so ein Alpha-Pferd zu Tode getrampelt. Und das war noch nicht das Schlimmste. Mein Zeug hat dann so ein anderer Typ hier. Irgend so ein Pirat hat meinen ganzen Krempel gelootet. Der wurde dann aber glücklicherweise auch von dem Pferd getreten. Und dann konnte ich sein Zeug looten und bin nach Hause gegangen. Also eigentlich alles ganz gut gelaufen. Wir haben jetzt ein bisschen mehr, ja, ein paar mehr Tools und sowas. Unsere Sense war ja schon kaputt. Jetzt habe ich wieder so eine coole Sense. Und mit der können wir hier zum Beispiel ganz gut Fiber sammeln. Wo gibt es denn sowas? Das sind diese weißen Büsche. Und das geht echt gut hier mit der Sichel. Mit der Hand erntet man die Pflanzen nämlich einzeln ab. Und mit der Sichel können wir alle Pflanzen gleichzeitig abernten, glaube ich. So in etwa. Funktioniert auf jeden Fall super gut. Man kriegt auch so ein bisschen mehr raus. Allerdings kostet die natürlich wieder Metall zum Reparieren. Also wenn man die jetzt nicht irgendwo geschenkt kriegt, dann ist das natürlich auch wieder so ein bisschen teuer. Na gut. Mehr Fiber brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht. Okidoki. Wir haben das Glück, dass hier ziemlich viele von diesen Fiberbüschen wachsen. Die gibt es nicht überall auf der Insel. Aber vor unserer Base gibt es zum Glück ein paar. Okay. Was der auch dabei hatte, ist eine Schaufel. Jetzt habe ich festgestellt, wir hatten ja auch schon so einen Bogen dabei.
Und man kann die Waffen nicht gleichzeitig tragen. Man kann immer nur eine Waffe tragen in diesem ganzen, in dem gesamten, der Hotbar. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ich weiß nicht, warum das so ist. Man soll wohl die Waffen irgendwie nicht wechseln können, sondern immer diesen 5 Sekunden oder 6 Sekunden Cooldown haben, wenn man die Waffen wechselt. Aus irgendeinem Grund. Aber, na gut, es ist halt so. Wir haben jetzt diese Schaufel gefunden und wir wissen ja, wie wir normalerweise Wasser suchen. Das heißt, wir suchen uns eine grüne Stelle, legen uns auf den Bauch und klicken dann links mit der Maus auf den Boden und dann fängt er an, Wasser zu suchen. Mit der Schaufel geht es im Prinzip genauso, aber wir müssen uns nicht hinlegen. Sondern wir fangen einfach an, ungefähr so. Und jetzt haben wir Slate gefunden. Okay, wenn wir das irgendwo machen, wo es auch Wasser gibt, dann kriegen wir wieder das Ding. Und dann, wenn wir das richtig machen, kriegen wir auch eine coole Wasserquelle. Und zwar keine normale Wasserquelle, sondern 600 Wasser. Also es kostet natürlich auch ein bisschen Haltbarkeit hier. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, weil ich überhaupt keinen Durst habe. Und hier findet die Quelle auch niemand, außer vielleicht mal ein Wolf oder so. Die Tiere scheinen auch ganz gern zu trinken da draus. Also, na gut, schön für die Tiere. Ich wollte es euch mal gezeigt haben. Die Schaufeln sind also auf jeden Fall auch praktisch, wenn ihr was zu trinken braucht. Da könnt ihr nämlich überall buddeln. Auch unten am Strand funktioniert das zum Beispiel. Während ihr ansonsten grünes Land suchen müsst und deutlich weniger Wasser rauskriegt, wenn ihr mit der Hand grabt. Okidoki. Ja, jetzt haben wir natürlich hier so ein paar Metalltools dabei. Das ist jetzt beides Metall, Metallhatchet und Metallpick. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch mal loslegen und versuchen, Metall zu finden. Dafür würde ich aber jetzt dann erstmal alles zu Hause lassen. Das ist so ein, ja, ich finde es ziemlich albern, dass man auf einem PvE-Server die Sachen anderer Spieler looten kann. Das kann man auch nicht, solange die leben, aber sobald die tot sind, kann man die looten. Das heißt, in dem Moment, wo ich respawne, kann jemand mein Zeug looten, wenn ich irgendwo anders rumgelegen bin. Und wenn ich sterbe, dann sowieso direkt. Und dementsprechend, wenn wir uns von der Base weiter entfernen und es gefährlich ist, da wo wir uns hinbewegen, dann sollten wir auf jeden Fall unsere wertvollen Sachen alle zu Hause lassen. Das werde ich jetzt mal machen. Ich denke, wir lassen mal die Rüstung zu Hause. Die ist ziemlich viel wert. Da haben wir im Moment noch Probleme, die wiederherzustellen sonst, wenn ich die verlieren sollte. Und ich hoffe, dass es nicht zu kalt ist. Müssen wir mal gucken. Ich nehme auch den Metal Hatchet nicht mit. Und die Sense auch nicht. Die Schaufel auch nicht. Die Tools können wir mal mitnehmen. Die sind nicht super wertvoll. Das Essen lassen wir wieder hier. Und dann versuchen wir nochmal Metall zu finden. Wir gehen einfach mal so lange, bis wir Metall finden. Das ist das Ziel. Wir brauchen dringend Metall. Das Waterskin-Ding jetzt brauchen wir sowieso nicht. Oh. Hier ist so ein Hai unterwegs. Der greift immer unsere Werft an. Ich habe schon versucht, den zur Strecke zu bringen, aber der ist sofort geflohen. Also jetzt ist er wieder da. Der macht sogar Schaden am Schiff. Das ist überhaupt nicht cool. Okay, Ari holt ihn sich. Dann helfen wir Ari jetzt. Ich hoffe, der haut nicht wieder ab. Wir müssen den endlich... Boah, das sind jetzt zwei Haie. Im Ernst? Alter Schwede. Und eine Schildkröte. Oh je, das war's mit Ari. Ich weiß nicht, ob wir die schaffen. Das sind ein bisschen viele. Ich habe keine Rüstung mehr. Vielleicht schaffen wir einen. Aber nicht, wenn es beide gleichzeitig sind. Eieiei. Super uncool. Was machen die ganzen Haie da plötzlich? Wir nehmen mal das Independence Bed hier. Raft Bed. Da sind wir wieder. Ja, die Haie sind immer noch da. Die zerstören hier unser Schiff. Das ist nicht cool. Schauen wir mal, ob wir an unser Zeug rankommen. Schwierig. Ei. Zum Glück habe ich alles zu Hause gelassen. Okay, die schwimmen jetzt zu Ari. Das heißt, wir können schnell unser Zeug holen. Da ist unsere Kiste. Wir haben auch so einen Lootstrahl hier, also wir wissen, wo wir gestorben sind. Take all. Jetzt dauert es wieder 10 Sekunden, bis wir das verwenden dürfen. Ari ist schon wieder down. Das sind zwei Haie, ey. Ich weiß nicht, warum die unsere Werft angreifen. Das ist echt fies. Ich habe das sonst noch nie gesehen, dass die hier Werften angreifen. Ja, komm nur her, Fisch. Trau dich.
Möglicherweise nochmal mit dem Bogen versuchen. Ich weiß es nicht. Wir hätten noch einen Bogen. Ich weiß nicht, ob der unter Wasser funktioniert. Nehmen wir mal den Bogen und so ein paar Pfeile. Und schauen, ob das geht. So. Ari, meinst du, wir schaffen die Haie? Mal schauen, ob der unter Wasser funktioniert. Ja, würde funktionieren. Das könnten wir machen. Ari ist, glaube ich, wieder drin, oder? Nee. Die greifen schon wieder die Werft an. Ich würde die jetzt erstmal ignorieren, denke ich. Ich glaube, wir lassen die mal... Jetzt ist Ari wieder unten drin. Der haut nämlich jetzt wieder ab. Das Problem ist, die recken unglaublich schnell Hitpoints. Das heißt, wenn die abhauen, dann können wir uns das direkt sparen. Jetzt kommt wieder einer. Ne, sind die Schildkröte. Okay, sind weg. Dann tun wir so, als wäre nichts passiert. Jetzt habe ich natürlich schon wieder sämtliche Hitpoints verloren. Wir sind glitschnass. Also das ist schon ziemlich brutal hier teilweise. Machen wir mal das Feuer an. Und die Tür zu. Bogen lassen wir wieder hier. Und dann brechen wir gleich auf, sobald ich wieder getrocknet bin. Und es mir wieder gut geht. So, das wäre geschafft. Wir sind jetzt wieder hier unterwegs, wo die fiesen Pferde rumlaufen. Also wir müssen ein bisschen aufpassen. Pferde sind sehr schreckhaft und rennen dann vor uns weg, wenn wir zu nah rangehen. Und wenn sich ein Pferd erschreckt und das Alpha-Pferd es mitbekommt, dann gibt es Probleme. Dann werden wir wieder getreten. Das wollen wir nicht. Deswegen müssen wir da so ein bisschen aufpassen. Hier gibt es so gelbe Steine immer mal wieder. Ich glaube, das ist so einer. Mal gucken, was da rauskommt. Okay, Basalt. Granit. Iron. Okay. Also zumindest ist ganz klein wenig. Aber ich glaube, das sind keine Eisensteine. Nicht wirklich. Da ist auch wieder sowas. Okay. Möglicherweise hatte ich einfach Glück vorher. Ich habe dann nämlich ziemlich viel Eisen rausbekommen. Das ist jetzt nicht mehr so. Also lassen wir die einfach mal liegen und suchen mal weiter. Ist auch wieder sowas. Wir brauchen irgendwas, was nach Eisen aussieht. Es muss dann schon irgendwie besonders gefärbt sein oder irgendwelche Adern haben, denke ich. Es gibt auch Silber. Also es gibt alle möglichen Metalle. Die funktionieren alle gleich. Das ist wie mit Thatch und Fiber und so weiter auch. Es gibt halt einfach unterschiedliche Sorten. Aber im Prinzip ist das alles das Gleiche. Oh, Ari hat es erwischt. Ari kämpft immer noch gegen die Haie. Wir brauchen da, glaube ich, Verstärkung. Die zwei, da haben wir überhaupt keine Chance. Selbst ein Hai ist schon richtig, richtig fies. Da steht schon wieder die nächste Fahne. Schauen wir mal auf die Map. Da sehen wir auch so ein bisschen, wie die Insel hier besiedelt ist. Also die ist relativ... Ja, es gibt noch Spots hin und wieder. Wir sind jetzt hier und da draußen ist irgendwie ein ganz großer. Und hier drinnen, Inland, ist noch Platz. Inland interessiert natürlich eigentlich nicht, weil Inland kann man keine Werft bauen. Wir brauchen natürlich Küstenstreifen. Und da ist jetzt schon wieder ziemlich viel los. Also inzwischen gibt es da auch nichts mehr, wie es aussieht. Vielleicht irgendwo hier draußen oder irgendwo im Süden? Aber da oben bei uns ist schon wieder alles voll. Möglicherweise kann man da irgendwie unterkommen, wenn man die vertreibt oder so. Oder die hier. Also das ist wirklich schwierig. Die offiziellen Server sind heillos überlastet. Oh, schon wieder so ein Wolf. Das war jetzt, glaube ich, schon der sechste Wolf oder so. Da unten ist eine Schlange. Zwei Krähen und ein Alpha-Schaf. Das Alpha-Schaf sollte das dann richten. Gut. Ich habe gerade mein Zeug wieder eingesammelt. Ich wurde nämlich von Wölfen gefressen. Und von denen gibt es hier ziemlich viele im Inland. Ich glaube nicht, dass wir hier Metallvorkommen finden. Die Wölfe geben leider kein Metall. Oh, Wolf! Lauf um dein Leben! Die sind schneller als ich. Das ist das Problem mit den Wölfen. Ja, das war's wieder. Eieiei.
Die Wölfe sind absolut fies. Ach, das ist ein Löwe, das war gar kein Wolf. Endlich mal ein bisschen Abwechslung. Na gut, dann spawnen wir wieder auf dem Raft. Und dann renne ich da wieder hoch. Ich weiß immer ungefähr, wo das ist. Ich kenne mich jetzt langsam schon so ein bisschen aus. Und ja, die Haie sind auch noch da. Also wir haben so ein bisschen Schwierigkeiten momentan. Jetzt wird es nämlich langsam wieder dunkel. Das heißt, ich werde dann bald Hitpoints verlieren wegen Kälte. Ungefähr jetzt schon. Aber noch nicht allzu schnell. Und es wird jetzt allerhöchste Zeit, dass ich mein Zeug nach Hause bringe. Ich gehe auf dem Hinweg nach Metall suchen, ich gehe auf dem Rückweg immer nach Metall suchen. Also es ist jetzt keine verschwendete Zeit hier, nur weil ich gestorben bin. Aber es sieht nicht so aus, als gäbe es hier irgendwo Metall. Also ich habe nichts gesehen, keine Vorkommen, die irgendwie speziell aussahen. Es sieht alles aus wie Stein oder wie diese etwas gelblichen Brocken, wo auch nichts Besonderes rauskommt. Also ich vermute mal, dass wir hier keine Metallvorkommen haben. Oder wenn es welche gibt, dann sind die relativ versteckt und relativ wenige und irgendwer farmt die immer weg, bevor irgendwer anders die zu Gesicht bekommt. Wir haben jetzt, glaube ich, schon alle die Insel abgesucht und keiner von uns hat hier Metall gefunden. Na gut, dann müssen wir einfach warten auf Conti und Sivaret. Die sind unterwegs und die haben schon Metall gefunden. Die müssen das nur herbringen und die sind gerade dabei, hier ein großes Schiff zu craften, um wieder zurückzukommen. Das heißt, ein großes, dieses kleinere Segelschiff bauen die gerade. Und sobald die das geschafft haben, sollten die dann hier auf dem Weg zurück zu uns sein. Und dann können wir hier anfangen, eine riesige Galeone zu bauen. Also, schon wieder ein Wolf. Also zum Schiffe bauen ist es hier nicht optimal, aber ansonsten gefällt mir die Insel eigentlich relativ gut. Nur die Nächte sind mir auch so ein bisschen zu kalt. Aber nachts sieht man sowieso nicht allzu viel, also viel kann man da eh nicht machen. Oh nee. Ich werde mal versuchen, die Sachen wieder zu retten. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich werde es nochmal versuchen. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann wird es sowieso schon wieder zeitlich eng. Das einzige Kostbare, was wir dabei haben, ist ja eigentlich diese Pick. Das wäre jetzt keine totale Katastrophe, wenn wir die verlieren. Aber jetzt gehen wir einfach nochmal einen anderen Weg da hoch und schauen, ob wir noch irgendwo was Interessantes entdecken können. Und da bin ich wieder. Es gibt ein paar schlechte Nachrichten. Und die erste ist, dass... Ja, wo soll ich überhaupt anfangen? Na, ich habe meine Picke verloren. Die konnten wir leider nicht retten, aber ich bin jetzt wieder zu Hause und ja, wir haben das einfach aufgegeben. Ich habe es nicht geschafft, meine Sachen zu retten. Zu viele Wölfe. Und die nächste ist, da läuft ein Alpha-Wolf rum. Der ist also direkt vor unserer Basis. Wir haben ein großes Problem. Aber notfalls kalten wir den halt dann weg und dann muss ich wieder irgendwie anders mit dem rumärgern. Der ist, glaube ich, schon seit einigen Tagen hier unterwegs und diese Alpha-Wölfe, denen kann einfach niemand was tun. Die töten die Bären wie nix und uns natürlich genauso. Und das da hinten, das sieht für mich jetzt aus wie so ein verrücktes Untotenschiff. Da werden wir gar nicht nah rangehen. Ich weiß nicht genau, was das ist, wie gesagt. Das finden wir irgendwann noch raus, wenn wir stärker sind. Aber ich habe das Zeug noch nie so nah an der Küste gesehen. Das beunruhigt mich wirklich so ein bisschen. Ich hoffe, dass die uns nicht besuchen kommen. Das sieht echt fies aus. Und das ist immer noch nicht alles. Ich habe ja, glaube ich, schon erzählt, dass Thomas und Conti unterwegs sind, um Metall zu suchen auf einer anderen Insel. Und die waren auf dem Weg zu uns, die sollten eigentlich schon hier sein. Aber denen ist ein Unglück auf hoher See widerfahren und ihr Schiff ist leider gekentert. Das heißt, das ganze Metall liegt jetzt auf dem Grund des Meeres und wir stehen erstmal wieder alleine hier. Beziehungsweise die werden natürlich hier wieder zu uns kommen und uns weiterhelfen. Aber wir haben trotzdem kein Metall und dementsprechend Schwierigkeiten, unser Schiff hier weiter zu bauen. Genau, wir können mal kurz unten gucken, wie weit wir sind. Der Rumpf ist, glaube ich, schon komplett fertig jetzt. Also da geht auf jeden Fall gut was voran. Wir sind ja inzwischen ein paar Leute. Da läuft schon was. Ja, das ist auf jeden Fall schon fertig hier unten. Oben haben wir auch schon einiges fertig. Wir haben auch schon die ersten Decks drinnen. Die Treppe hier ist unglaublich buggy, da falle ich immer durch. Und bin dann wieder klitschnass und friere erstmal wieder. Genau, hier oben sehen wir das. Wir können schon oben reingehen, glaube ich. Das ist das Oberdeck und das Unterdeck ist auch schon fertig. Also wir haben schon zwei Decks drin. Hier steht sogar schon ein Stuhl und ein Tisch. Cool. Haben sie schon angefangen, das einzurichten. Super nice. Und ja, jetzt geht es dann an die Masten und so ein Zeug, denke ich. Das Grundgerüst steht schon. Aber da haben wir trotzdem noch einiges vor uns. Na gut. Für heute müssen wir langsam Schluss machen. Die Episode war mega lang. Also einiges passiert. Wir haben auch so ein bisschen Progress wieder gemacht. Aber gleichzeitig auch hatten wir auch herbe Verluste hier. Das ist also schon eine ziemlich brutale Welt. Da müssen wir uns erstmal so ein bisschen reinfinden. Und
die ganzen Gefahren hier abschätzen lernen. Mal gucken, was das da draußen genau ist und was das macht. Na gut, wir haben unser erstes Schiff verloren. Ziemlich mies. Die Rafts sind alle noch heil, aber das Schiff haben wir leider verloren. Aber wir haben auch ein bisschen was dazugelernt fürs nächste Mal und hoffentlich passiert das dann nicht wieder. Okidoki, das war's für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich mache mir erstmal was zu essen.